Der Brocken mit 1141 Metern, der Gipfel des Nordens. Magischer, rätselhafter, geheimnisvoller Ort. 300 Tage im Jahr ist er in Nebel gehüllt. Und in seinen undurchdringlichen Wäldern sollen schleierhafte Schattenwesen hausen. Und Hexen. So zumindest die Legenden. Auch im Kalten Krieg ist der Brocken geheimnisvoller Ort. Als Hüter brisanter Staatsgeheimnisse, weithin sichtbar am Schnittpunkt zwischen den Fronten. Das große Ohr des sowjetischen Militärgeheimdienstes Richtung West und Abhörtürme der DDR-Staatssicherheit. Hinter Betonmauern verborgen, horchen die Spione bis zum Ärmelkanal. Heute erreichen die meisten Touristen den Gipfel mit der Brockenbahn. Seit über 115 Jahren winden sich ihre Gleise zu einem der höchstgelegenen Bahnhöfe Deutschlands. Über 1 Million Besucher jährlich zählt der Brocken in den 90ern. Heute sind es weniger, aber Hunderttausende kommen immer noch. In der Zeit vor 1990 ist der Brocken für Touristen absolutes Tabu. Der Berg ist militärische Sperrzone und einer der am besten gesicherten Orte in der DDR. Das Bahnhofsgebäude haben die DDR-Grenztruppen in Beschlag genommen als Unterkunft. Was genau sich in anderen Gebäuden, Baracken und kuppelförmigen Radomen abspielt, bleibt Geheimnis der Roten Armee und der Stasi. Hans-Jörg Hörseljau, Fotograf. Er erlebt den Brocken zunächst nur von der Westseite des Eisernen Vorhangs. Obwohl er für renommierte Zeitschriften an vielen Orten arbeitet, zieht es ihn mit seiner Kamera immer wieder magisch zum Brocken. Hier war die Welt zu Ende. Es ging einfach nicht weiter. Und der Brocken war von überall aus sichtbar. Also der hat einen eigentlich immer verfolgt. Und wir konnten nicht rauf. Seit seiner Jugend fasziniert ihn dieser nahe und doch so ferne Berg. Ich habe mir von meinem Konfirmationsgeld als erstes eine Kamera gekauft. Und mit dieser Kamera habe ich gleich Fotos vom Brocken gemacht. Also die ersten Bilder, die ich eigentlich überhaupt gemacht habe, die sind vom Brocken entstanden. Und eines der entscheidenden Bilder, die habe ich etwa von hier gemacht. Ein Foto zum Sonnenaufgang. Aber was ich damals eigentlich fotografiert habe, das habe ich erst viel später im Archiv entdeckt. Denn das war 1975. Zu dieser Zeit war gerade der Fernsehturm in Bau. Wusste ich damals natürlich alles nicht. Wir wussten überhaupt ja nicht, was da oben passiert. Kaum jemand in Ost und West weiß, was sich damals hinter den meterhohen Mauern der Brockenfestung abspielt. Auch Hörseljaus Fotos können nicht ins Innere der Festung blicken, dokumentieren aber außen jedes Detail. Ich habe praktisch diesen ganzen Veränderungsprozess, wie die Russen, wie die Anlagen dort aufgebaut worden sind, wie die Stasi-Kuppeln dort irgendwann entstanden sind. Also all das habe ich fotografiert, diesen ganzen Veränderungsprozess. Dann 1989, 9. November. Die Mauer fällt, Grenzen werden geöffnet. Der Eiserne Vorhang ist Geschichte, auch im Harz. Doch der Brocken bleibt abgeriegelt. Und der Brocken an sich, die Brockenkuppe, diese 3 Meter noch was hohe Betonmauer, die war noch genauso zu wie vorher. Ja, das war also schon absurd, was da abging. Auf dem Brockengipfel befindet sich seinerzeit eine wichtige Wetterstation der DDR, inmitten des Spionageareals. Ingo Nitschke hatte als Wetterwart Zugang zur streng bewachten Sperrzone. Und so wird er zum angespannten Beobachter des grotesken Geschehens auf dem Brocken. Es ist natürlich den Leuten im Harz zu bunt geworden, dass jetzt alle Grenzen auf waren. Aber
so ein Stück Brockenplateau ist eingemauert und nicht begehbar. Das hat alle mächtig genervt und das neue Forum hat im Vorfeld einen Aufruf gestartet. Am 3. Dezember stürmen wir den Brocken. Und das habe ich natürlich im Vorfeld mitgekriegt und konnte das auch ein bisschen beeinflussen, dass ich also an diesem Tag zum 3. Dezember eine Nachtschicht hier oben hatte. Und meine Frau interessanterweise zu dem Zeitpunkt auch beim Wetterdienst gearbeitet hat. Auch zum ersten Mal in ihrem Leben, aus dienstlichen Gründen natürlich, hier oben auf dem Brocken war. Am Morgen des 3. Dezember 89. Grenztruppen und russische Funkaufklärer bereiten sich auf den Ansturm der Bevölkerung vor. Hunderte sind bereits auf dem Weg. Auch Fotograf Hans-Jörg Hörseljau aus Niedersachsen. Wir sind hier ungefähr so gegen 11 Uhr angekommen, kann auch ein bisschen eher gewesen sein. Und dann haben die Menschen hier erstmal gewartet und es passierte eine ganze Zeit nichts. Tausende stehen schließlich vor dem verschlossenen Eingang. Es wird verhandelt, doch das Tor bleibt verschlossen. Dann geschieht etwas völlig Unerwartetes. Ich habe mich ans Fenster gestellt und habe geguckt, wie sich so vor der Mauer das Ganze immer mehr mit Leuten gefüllt hat und Transparenten. Und der eine oder andere kletterte schon auf die Mauer hoch und hat sich oben drauf gesetzt. Und die ganz hilflosen Posten, die liefen dann also hier vorne rum und wussten nicht, was sie machen sollten. Und meine Frau und ich, wir sind dann mit einem Bettlaken, was ich vorbereitet hatte, haben wir uns dann aufs Dach von der Wetterwarte gestellt und haben das Bettlaken entrollt. Und da stand in großen Lettern drauf, Mauer weg. Und die Tausenden von Leuten, die also außerhalb von dieser Mauer gestanden haben, die haben gesehen, ey, das sind ja nicht bloß irgendwelche Stasi-Leute und Armee und Grenztruppen, sondern da sind ja welche, die wollen das Gleiche wie wir. Und das gab also ein Jubelgeschrei hoch zu uns. Und wenn man den Brocken so kennengelernt hat wie ich, dann sollte das wohl eine richtige Gänsehaut geben. Und die gab es. Der Widerstand ist gebrochen. Das Tor geht auf. Es waren alle so happy, so zufrieden. Also es war ein Glückstag. Man hatte ja immer davon geträumt, endlich mal auf diesen Berg raufzukommen. Und jetzt stand man da oben. Und hier oben war Freudenfeier. Ja, es wurden diverse Feuersteinflaschen geleert, wie das eben war. Man ist sich in die Arme gefallen, es hat getanzt, Musik und was alles dazugehört hat. Es war ein richtig schöner Tag. Und der Brocken war von dem Augenblick an für alle zugänglich. Hans-Jörg Hörseljau hält diese Momente fest. Die Befreiung des Brockens. Doch Einblicke in die geheimen Spionagewelten gewähren Stasi und Sowjettruppen noch nicht. Was geheim war, bleibt geheim. Noch. Geheimnisvoller Harz. Das sind jahrhundertealte Sagen und Geschichten von einer Terra Incognita mit wilden Tieren. Unzugänglichen, menschenleeren Wäldern. Und dem majestätischen Brocken, der über allem thront. Man sieht ihn teilweise über 100 Kilometer. Dazu kommt, dass der Harz bis in die Neuzeit hinein relativ unerschlossen war, schwer zugänglich. Also relativ wenige Menschen waren tatsächlich mit der Situation auf dem Brocken vertraut. Man konnte ihn aber sehen, man konnte beobachten, dass zum Beispiel in Sommermonaten dort oben auf dem Brocken noch alles weiß war, also Schnee gelegen hat, beziehungsweise dass der Brocken braute, wie man hier so sagt. Das heißt, also Gewölk und Nebel schieben sich um den Brocken und das macht natürlich, schafft viel Raum für Spekulationen, Geschichten und Mythen. Diesen Geschichten und Mythen ist der Historiker Uwe Lagertz seit Jahren auf der Spur. Er kennt jene Orte, egal ob Gipfel oder Fuß des Brockens, denen Geheimnisvolles und Legendäres innewohnt. Das ist wirklich ein ganz geheimnisvoller Ort. Wir sind hier am Mönch- oder Venedigerstein zwischen Schierke und dem Brockenbett.
Und das ist hier ein ganz, ganz altes Schatzsucherzeichen. Also wir haben aus schriftlichen Quellen sichere Kunde, dass schon im frühen 16. Jahrhundert dieser Mönchstein hier beschrieben worden ist. Und ist dort ein wichtiger Orientierungspunkt, um also hier am Fuße des Brockens Gold oder Silber zu finden. Und zwar erschien schon im Jahre 1680 ein Buch, und da sind mehrere Beschreibungen von solchen Schatzsucherzeichen enthalten, unter anderem auch unser Mönch. Und in dem Buch steht Folgendes: Und da er hinweiset, da schlage ein, da findest du gediegen Silberkörner. Man muss diesen Mönchstein suchen. Genau gucken, wo zeigt er mit den Fingern hin? Also genau in diese Richtung. Wir müssten also etwa da einschlagen, um gediegen Silberkörner zu finden. Ob das funktioniert hat, da können wir uns heute ziemlich sicher sein, wohl nicht. Diese Schatzsucherbücher, gedruckt oder auch handgeschrieben, sind damals Bestseller. Aus dem Jahre 1550 stammt eine der ältesten Landkarten des Harzes. Sie befindet sich heute in der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden. Deutlich markiert bereits der Brockenberg. Wir haben eine erste urkundliche Erwähnung im Jahre 1401 als Brockenberg, die sich unzweifelhaft also auf diesen höchsten Harzgipfel hier bezieht. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Theorien über die Namensentstehung. Eine Theorie ist beispielsweise im frühen 19. Jahrhundert entstanden und die besagt, dass es sich beim Brocken wahrscheinlich früher mal um einen Gipfel handelte wie in den Alpen. Und dieser Berg ist dann durch Erosion irgendwann mal zerbrochen. Also steht Brocken für Brochen, gebrochen, also der zerbrochene Berg. Dann gibt es aber auch noch solche Begriffe wie Mont Proctorus, Mont Proculus, Prokelsberg. Ja, sodass man sich also auch mit diesen unterschiedlichen Namen nochmal vertraut machen muss und mitunter auch Schwierigkeiten hat, dann den Berg eigentlich zu identifizieren. Sagen und Legenden um den Brocken beginnen schon weitaus früher, etwa 3000 Jahre vor unserer Zeit. Darüber gibt es keine schriftlichen Quellen, aber einen Beweis. Die Himmelsscheibe von Nebra, älteste bekannte Darstellung des Himmels, entstanden in der Bronzezeit. Dieser Fund zählt zu den wertvollsten Kulturschätzen der Menschheit. Astronom Wolfhard Schlosser hat die Scheibe jahrelang in Augenschein genommen, um ihre Geheimnisse zu enträtseln. Ja, weil hier zum ersten Mal in kompakter Form das Interesse des Menschen an Sonne, Mond und Stern dargestellt wird, wie es sonst aus der Zeit nicht vorhanden ist. Und sie zeigt eben auch das Interesse des vorzeitigen Menschen am Himmel in Verbindung mit dem irdischen Geschehen, den bäuerlichen Jahren. Mit der Himmelsscheibe von Nebra konnten die Menschen der späten Bronzezeit erstmals das bäuerliche Jahr einteilen, Aussaat und Ernte bestimmen, ähnlich einem Kalender. Den Schlüssel dazu lieferte der Brocken. Entdeckt wurde die Himmelsscheibe hier am Mittelberg bei Nebra, 85 Kilometer Luftlinie vom Brocken entfernt. Er ist die entscheidende Landmarke. Der Bezugspunkt, an dem die Scheibe justiert werden kann, gleich einem Kompass. Die goldenen Horizontbögen markieren den Lauf der Sonne. Die Himmelsscheibe diente zur Bestimmung der jahreszeitlichen Stichdaten. Das wäre die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Und deswegen haben wir auf der Himmelsscheibe zwei Horizontbögen später aufgebracht, die sozusagen die Endpunkte des Sonnenlaufes im Sommerhalbjahr und im Winterhalbjahr darstellen. Und wie es sich so zeigt, ist der Brocken von hier aus gesehen genau in Richtung der Sommersonnenwende gelegen. Und der Brocken war natürlich immer ein heiliger Berg gewesen, so ähnlich wie der Olymp in Griechenland und der Fujiyama in Japan. Zu allen Zeiten, auch später. Das heißt, schon in der Bronzezeit könnten sich die frühzeitlichen Menschen am Brocken orientiert haben. Auch heute liefert der raue, wetterwendische Berg eine Fülle von Messergebnissen und Informationen. Wetterwart Ingo Nitschke sammelt diese zum Teil rekordverdächtigen Daten.
Wir haben europaweit die meisten Nebeltage im Jahr. Wir sind der windigste Ort in Deutschland hier. Das kann natürlich in Spitzengeschwindigkeiten bis 200, 250 km/h gehen. Ja. Das ist also das Dreifache vom Orkan. Wir haben hier dreimal so viel Niederschlag wie das ganze Harzumland. Und die Jahresmitteltemperatur, die liegt bei 2,9 Grad, was ja auch relativ frisch ist für europäische Verhältnisse. An anderen Tagen wiederum entschädigt ihn der Brocken mit einzigartigen Naturschauspielen und geheimnisvollen Lichtstimmungen. Das Ganze erscheint einem mitunter schon sehr geheimnisvoll. Und interessant ist auch, das sind diese ganzen Dämmerungserscheinungen, optische Erscheinungen. Wenn die Sonne ganz tief steht, entweder Aufgang oder Untergang, gibt es an der gegenüberliegenden Seite gibt es einen Bergschatten oder einen Erdschattenbogen. Da gibt es manchmal so Irisieren dann auf einer Wolke. Es gibt auch, und das steht im meteorologischen Wörterbuch, auf der ganzen Welt das Brockengespenst. Als geisterhaft wabernde Schatten tauchen sie am Himmel auf, diese Gespenster. Vor Jahrhunderten versetzten sie die Menschen in Angst und Schrecken. Heute ist der Schleier des Geheimnisses dieser faszinierenden Schattenspiele gehoben. Wo dann sozusagen der eigene Schatten von der Sonne, die einen von hinten anstrahlt, auf eine Wolke projiziert wird. Und so ringsrum in Spektralfarben entsteht dann so ein Heiligenschein. Ja. Sehr schöne Erscheinung. Und sowas erlebt man eben bloß hier oben auf Bergstationen. Auch Hans-Jörg Hörseljau faszinieren diese einzigartigen Licht- und Schattenstimmungen. Ein Anlass für den Brockenchronisten, hier immer wieder neue Bilder und Sichten zu suchen. An diesem Tag will er gemeinsam mit Wettertechniker Ingo Nitschke ein Brockengespenst entstehen lassen. Ein Gespenst aus der Retorte. Man nehme eine künstliche Sonne, Nebel und Wassertröpfchen, die das Licht brechen. Die perfekten Voraussetzungen für ein Brockengespenst. Selbst die Gespenstermacher sind über den Effekt erstaunt. Also so in der Art habe ich noch kein Brockengespenst fotografiert. Schon mal den Schatten von mir auf den Wolken, das schon, aber die Wolken waren weiter weg. Ja, das war eben ein künstliches Brockengespenst. Normalerweise, und das sieht noch viel schöner aus, hat man die Sonne im Rücken. Wir haben es eben künstlich gehabt, aber der Effekt war derselbe. Der Schatten auf die Wassertröpfchen im Nebel draufgeworfen und ringsrum eben durch Lichtbrechung so einen Heiligenschein in den Spektralfarben. Ja. Gespenster auf dem Brocken. Gespenstische Zeiten brechen auf dem Brocken nach dem 13. August 1961 an. Mit dem Mauerbau werden Grenzen geschlossen. Und auf den Brocken gelangen nur noch wenige. Wachposten in Uniform ziehen auf. Das Umfeld des Brockens wird zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Kolonnenwege, Todesstreifen und Sperranlagen entstehen in Richtung Westen. Die Grenze hatte ja schon auch eine Faszination und eine Anziehungskraft. Das war ja, die Welt war für uns da zu Ende. Und es ging da nicht weiter. Aber eigentlich wäre man gerne weitergegangen. Und ich hätte natürlich gerne gewusst, was ist dort auf der anderen Seite. Aus Westsicht markiert manchmal nur ein Bach die Grenze. Und so stoßen an dieser Linie Welten aufeinander. Kontrastreich, gefährlich, spannungsgeladen. Für den Chronisten Hörseljau mit unvergesslichen Erlebnissen.
An diese eine Situation erinnere ich mich. Da standen wir im Grunde 4 Meter nur auseinander. Auf der einen Seite stand der Grenzaufklärer und ich stand direkt ihm gegenüber und wir guckten uns ins Gesicht. Als ich dann meine Kamera vors Gesicht genommen habe, da hat er auch seine Kamera vors Gesicht genommen. Und der zweite, der dann hinter ihm stand, der hat das Fernglas vors Gesicht genommen. Also die durften mir gegenüber im Bild ihr Gesicht nicht zeigen. Und das war einfach, es war merkwürdig. Ich meine, wir waren beides Deutsche. Ne? Also aus heutiger Sicht kann man sich das eigentlich nur noch ganz schwer vorstellen, wie das war. Auch heute im Rückblick unwirklich, was damals auf dem Brocken geschieht. Grenzsoldaten, die jede Bewegung beobachten. 24 Stunden am Tag im Einsatz. Auf den Gipfel setzt die DDR-Staatssicherheit ein System von Abhöranlagen, Deckname Urian. Das war also sicherlich der Punkt in der ehemaligen DDR, der die meisten Informationen und auch brisante Informationen erforscht hat. Und das mit riesigen Parabolspiegeln und Antennen, verborgen unter Kunststoffkuppeln. Hier oben in diesen 5 Kuppeln plus auf dem großen Fernsehturm waren ja auch noch Antennen drauf, hat man also all das, was also sich im Westen mit Funk unterhalten hat, konnte man hier abhören. Das heißt, man musste die Frequenzen erfahren und diese Frequenzen wurden dann mit den verschiedenen Antennentypen aufgefangen, vorausgewertet auf dem Brocken und dann mit einer eigenen Leitung, die aus diesem Hause rausging bis nach Magdeburg, dort in die Stasi-Zentrale und von Magdeburg aus weiter nach Berlin. Gerd Borchert. Nach 1989 will der ehemalige Lehrer Licht in den dunklen Spionagealltag bringen. Fotos oder Filme aus jenen Tagen findet er nicht. Aber so oder so ähnlich muss es sich abgespielt haben. 21 Stasi-Mitarbeiter schieben in 3 Schichten hier oben Dienst. Alles, was die Horchposten im Westen erreichen können, wird mitgeschnitten, aufgeschrieben und an die Zentrale der Staatssicherheit in Berlin weitergeleitet. Auch militärisch Brisantes. Mit den Parabolspiegeln, die in allen Ebenen drehbar sind, konnte man also Manöver einer Panzerbrigade in der Lüneburger Heide oder Manöver auf der Nordsee, konnte man abhören und mitschneiden, was sich da die Kommandeure unterhalten haben. Die zweite effektivere Methode, um Personen abzuhören, war also die, dass man Telefonnummern rausbekommen hat, die nicht im Telefonbuch standen. Und wenn diese Leute aus dem Ministeriumbereich dann ihren Telefonhörer abgenommen haben, dann klickten hier oben die Tonbänder und dann wurde dieses Gespräch mitgeschnitten. Auf diese Weise gelingt den Spionen auf dem Brocken 1987 ein besonderer Coup. Wir haben erfahren, dass von hier oben aus zum Beispiel der Bundeskanzler Kohl abgehört wurde, als er sich mit Honecker in Saarbrücken getroffen hat. Auf dem Wege von Bonn nach Saarbrücken hat er sich mit einem Staatssekretär unterhalten. Es ging sicherlich um die Fragen, die man Honecker stellen wollte. Und Honecker wusste also schon in Saarbrücken, welche Fragen ihm Kohl stellen wird. Auch das gehört seit 1949 zur Brockenspitze. Ein abgeriegeltes Areal für die Rote Armee. Exakt für die 82. Funkaufklärungsbrigade des Militärgeheimdienstes, kurz GRU. Die NATO, das war die Hauptbedrohung für die Sowjetunion damals. Das gesamte Interesse unseres Militärgeheimdienstes galt daher der Frage, was haben die NATO und ihre Mitgliedstaaten vor? Alles hat man vom Brocken aus funktechnisch im Auge. NATO-Stäbe, Truppenverlegungen, Übungen, Manöver. Also diese Datensammlung 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr über statt, weil man nur durch diese Sammlung dieser Daten sozusagen ein Lagebild darüber erhält, was tut sich auf der anderen Seite. Das ist im Prinzip
die einzige Möglichkeit, ohne Zeitverlust sofortige Informationen zu bekommen. Und der Brocken gewährt den Sowjetspionen tiefe Einblicke in die Strukturen der anderen Seite. Von hier aus konnte man den Flugverkehr der NATO überwachen. Man konnte auch die Spezialeinheiten, Übungen überwachen und man konnte auch aus Gründen der Spionageabwehr beispielsweise den Funkverkehr zwischen den Führungsstellen im Westen und den östlichen Agenten überwachen. Und da gab es also eine ganze Fülle von elektronischen Informationen, die man aus dieser exponierten Stelle einfangen konnte und die dann für die verschiedensten Bereiche der Aufklärungstätigkeit der GRU genutzt werden konnten. Anfang der 60er Jahre werden geheime US-Pläne aufgefangen und entschlüsselt, die nach Boltunows Ansicht später zur Kuba-Krise geführt haben. Beispielsweise wurden Informationen über die Operation Dropshot gewonnen, die einen Atomangriff auf 30 russische Städte vorsah. Später waren es sogar noch mehr. Diese Meldung wurde dem ersten Sekretär des ZK der Kommunistischen Partei, Nikita Sergei Chruschtschow, persönlich überbracht. Denn die Information war natürlich äußerst wichtig. Als er die Nachricht über den Plan der Amerikaner erhielt, ist er wütend geworden und konnte es gar nicht fassen. Die Agenten hätten noch einmal Kopien der brisanten Pläne anfertigen und sie Chruschtschow vorlegen müssen. Das sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, so Boltunow. Auslöser für eine weitreichende Entscheidung damals. Nun gut, dann bringen wir Raketen nach Kuba und stationieren sie vor deren Nase. Auch gegenüber vom Brocken auf der anderen Seite wird gehorcht und spioniert. Amerikaner, Briten und BND. Die Harzberge sind im Kalten Krieg der Ort mit der höchsten Spionagedichte in Deutschland. Fotograf Hörsel Jau kennt sie alle. Ich habe alle Anlagen fotografiert. Das gehörte für mich mit dazu. Also auf der einen Seite haben wir den Brocken, der als Abhörberg ja wichtig war für die Russen und für die DDR. Und auf der anderen Seite haben wir das Gegenstück, die ganzen Berge, die praktisch von den westlichen Mächten besetzt waren. Der Wurmberg war der höchste, der war 82 Meter hoch. 10 Leute haben da oben permanent gearbeitet. Die anderen Abhörberge, wie zum Beispiel Stöberhai, das war auch eine Riesenanlage. Da haben rund um die Uhr 100 Abhörspezialisten gearbeitet. Und dann kam eben noch die Schalke hinzu. Und da waren die Franzosen. Die Stasi-Geschichte des Brockens endet im Dezember 1989. Aus der Stasi-Moschee, wie das Gebäude im Volksmund hieß, verschwinden die Abhöranlagen. Zurückbleiben nutzlose Antennen, Parabolspiegel und elektronischer Schrott. Die sowjetischen Funkaufklärer dagegen harren aus auf dem Brocken. Bis 1994. Das Gelände bleibt eine verbotene Zone. Auch für die Soldaten der russischen Armee ist es eine abgeschottete Welt. Es war sicherlich für diese, waren ja recht junge Soldaten, schwierig damit zu leben. Am Tage hat man sie kaum gesehen. Wenn wir morgens oder abends hier gewesen sind, dann ist man ab und zu mal zu Gesprächen gekommen, was die Soldaten aber eigentlich nicht durften. Aber ansonsten waren sie in ihrem Camp drinne und waren von uns aus eigentlich nicht zu sehen. Bis 1994 spioniert der russische Militärgeheimdienst weiter vom Brocken. Dann kommt der Abzug. Alles, was irgendwie brauchbar ist, wird mitgenommen. Am 30. März verlassen die letzten russischen Soldaten den Berg. Heute ist das Geschichte. Und diese gespenstischen Zeiten sind längst vorüber. Doch Gespenster und Dämonen haben den Berg schon immer heimgesucht. Im Mittelalter. Eine dunkle Zeit. Gespenster und Hexen sollen auf dem Brockenberg hausen.
und Teufelsglaube prägt das Weltbild. Dieser Teufelsglaube wird für die Gesellschaft hoffähig gemacht, ja auch durch Schriftsteller, durch Theologen. Und wir haben ja dann 1484 die Hexenbulle, wo ja dann die Ausmaße beschrieben werden, der Teilnehmer einer Hexensekte, und gegen die muss dann vorgegangen werden. Dann kommt es zum Hexenhammer, einem Schriftstück, was dann aber doch greift und die Gesellschaft dann doch bestimmt. Und so entsteht ein dominierendes Bild des Teufels, der präsent ist. Im 16. Jahrhundert bestimmen entsetzliche Hexenprozesse die Atmosphäre in den Harzstädtchen. Es wird denunziert und angeklagt. Vor allem Frauen stehen am Pranger wegen Zauberei und Pakt mit dem Teufel. Es werden Menschen verhext, werden krank, es werden Tiere verhext oder ganze Orte und Gebäude nehmen Schaden. Und so gerät natürlich auch der Brocken als vermeintlicher Hexenberg in den Fokus auch dieser Verhörer und Untersuchungen. Und da fällt dann eben 1540 zum ersten Mal diese Formulierung der Grete Voestes aus Elbingerode, die hier in Wernigerode verhört worden ist, dass sie also mit mehreren Bekannten in dieser Walpurgisnacht dort hoch zum Brocken fährt, ja, und sich dort also mit dem Teufel buhlt. Im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Wernigerode bewahrt Archivdirektor Jörg Brückner jene Prozessakte auf, in der zum ersten Mal die Hexenfahrt zum Brocken als Aussage zu Protokoll gegeben wurde. Wir haben es, anno 1540. Die Pflegen in Walpurgennacht auf den Brocken zu fahren, setzen Siebe auf die Köpfe und haben hölzern Büchsen in den Händen und bringen solchs durch Teufelsgespenst zu Wege. Alle Hexenprozesse spielen sich nach ein und demselben Muster ab. Geständnisse werden unter Folter erpresst. Die Folter dient natürlich dazu, das entsprechende Geständnis zu bekommen. Und das musste aber am Ende noch einmal ohne Folter alles wiederholt werden. Also die sogenannte gütliche Aussage. Wenn die nicht wiederholt worden ist, kam es wieder zur Folter, bis das Geständnis dann entsprechend da war. Mit der Anklage stehen bereits die Urteile fest. Ein wahrer Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gibt. So wird die Rechtsprechung selbst zum schreienden Unrecht. Möglich war eine Verurteilung zum Tod durch Verbrennen, zum Tod mit dem Schwert und anschließendem Verbrennen. Oder zumindest, so gingen auch viele Prozesse hier aus, mit der Verbannung. Im Mittelpunkt der Geständnisse steht immer das Buhlen, also der Sex mit dem Teufel. Oder der Hexenritt zum Brocken an Walpurgis in der Nacht auf den 1. Mai. Die Richter fragen ja genau das, was ihnen bekannt ist. Also die Fragen sind nicht allgemein gehalten. Die sind schon auf die spezielle Umgebung abgestellt in den Prozessen. Und dann kommt natürlich auch der Brocken als Hexenberg ins Spiel. Warum man ihnen immer dieses Attribut zuschreibt, nun ein besonderer Hexenberg zu sein, darüber kann man heute, glaube ich, nur spekulieren. Er ist weithin zu sehen und er hebt sich eben auch nochmal aus dem Harz insgesamt deutlich heraus. Ja, und das macht ihn attraktiv, und man konnte eben auch diese Witterungsumbilden auch aus weiterer Entfernung beobachten. Das macht ihn geheimnisvoll. Ja, und da sucht man natürlich gerade im Aberglauben nach Erklärungen, wie gesagt, für eigentlich Unerklärliches. Und das kann dazu geführt haben. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts klingt das Grauen der Hexenprozesse zwar ab. Die Hexenkarriere des Brockens aber steigt in dieser Zeit nochmals steil an. Es ist ein Buch, das anno 1668 für großes Aufsehen sorgt. Johannes Praetorius, ein Magister aus Leipzig, verfasste damals ein regelrechtes Kompendium des europäischen Teufels- und Hexenglaubens. Und dieses Buch trägt interessanterweise dann auch den Titel Blockesberges Verrichtung und handelt viele Hexenberge in Europa ab. Und der Brocken gewinnt hier aber eine besondere Bedeutung, weil Praetorius stellt ihn schon in den Fokus. Das Buch ist außerdem mit einem Holzschnitt
versehen, wo man also das Treiben in dieser angeblichen Walpurgisnacht auf dem Brocken sehen konnte. Und es war sehr, sehr populär und wurde wieder und wieder rezipiert. Und Johannes Praetorius trägt also neben Goethe, aber Goethe dann deutlich später, quasi die Hauptschuld daran, dass der Brocken als Hexenberg in ganz Europa so populär wurde. Der Hexenberg im Harz wird zum Reiseziel. Da locken einmal mystische Hexengeschichten, zum anderen sagenhafte Naturschauspiele. Geheimrat Goethe lässt sich das nicht entgehen. Goethe veredelt das natürlich mit seinem Faust. Also er macht den Berg mit seiner Dichtung damit europaweit noch viel, viel populärer. Er hat ja selber mehrfach den Brocken besucht, zum ersten Mal im Jahre 1777 bei seiner Winterbesteigung. Beim zweiten Mal übernachtet er dann auch im Wirtshaus auf der Heinrichshöhe unter relativ abenteuerlichen Bedingungen und ist begeistert von dieser wilden Natur und siedelt ja dann auch in der Brockengegend einen Teil seiner Faustgeschichte an. Da ist der Anteil Goethes also auf keinen Fall zu unterschätzen für die Popularität des Berges, weil auch viele dann natürlich sagen, ich habe den Faust gelesen, ich habe diese goethischen Dichtungen gelesen, ich will mir jetzt mal den Ort des Geschehens wirklich anschauen. Der Brockentourismus gewinnt im 19. Jahrhundert an Fahrt. Damals werden auf dem Berg die ersten Walpurgisfeiern inszeniert. Und längst prägen geheimnisvoll dämonische Bezeichnungen das gesamte Umfeld des Gipfels. Bezeichnungen, die bis heute im Sprachgebrauch sind. Ja, das sind die beiden größten Klippen, die es hier unmittelbar auf dem Brockenplateau gibt. Teufelskanzel und Hexenaltar. Und die Namen dieser beiden Felsen sagen ja schon, dass sie mythisch aufgeladen sind. Das hat also mit der zunehmenden Popularität dieser Meer von der Walpurgisnacht zu tun, sodass man natürlich dann hier über einen längeren Zeitraum hinweg verschiedenen Quellen und auch diesen Klippen entsprechende Namen gibt. Und damit also ja, teuflisch-diabolisch auflädt. Bald gehört es zum guten Ton, den Brocken zu besuchen. Zu Fuß, mit der Kutsche oder mit der 1899 eröffneten Brockenbahn. Der Brocken wird zum Tourismusmagneten. Ein Modell, das bis heute aufgeht. Der Hexenzauber ist längst ein wichtiger Aspekt des Brocken-Marketings geworden. Zehntausende pilgern jährlich zu den Walpurgisfeiern rund um den Gipfel. Der einstige Hintergrund, Folter, Scheiterhaufen und Feuertod, wird dabei glatt verdrängt. Mit seinen Sagen, Mythen und geheimnisvollen Geschichten war der Brocken für Künstler schon immer eine Herausforderung, ein Reiz und eine Inspiration. Auch für Thomas Thiemeier aus Stuttgart. Er ist Maler, Illustrator und er schreibt moderne Fantasy-Geschichten. Der Brocken hat natürlich einen ganz besonderen Hintergrund. Es ranken sich unendlich viele Mythen und Legenden um diesen Berg. Und wenn man hier oben steht, dann spürt man das. Dann spürt man auch wirklich diese Magie, die von diesem Berg ausgeht. Und ich halte es nicht für einen Zufall, dass so viele Dichter auch Geschichten darüber geschrieben haben und dass sich hier Legenden wie zum Beispiel der Hexenritt oder der Faust mit dem Urian auf dem Berggipfel, der Teufel, dass das hier auf diesem Berg angesiedelt ist. Und das hat mich inspiriert. Thomas Thiemeier hat einen Thriller geschrieben über den Brocken und die Himmelsscheibe von Nebra. Dabei knüpft er geheimnisumwobene Verbindungen zwischen beiden Themen, lässt in Brockenhöhlen Fabelwesen agieren, Hexen, Schamanen und Dämonen. In diese Geschichte spielen alle möglichen Mythen mit rein. Unter anderem natürlich auch der christliche Mythos mit dem Teufel im Berge. Aber ich habe den Bogen noch weiter geschlagen und die Geschichte eigentlich auch bis ins Zweistromland, bis ins alte Babylon getragen. Denn das ist ja das Interessante an der Himmelsscheibe, dass sowohl das Material, aus dem sie geschmiedet wurde, als auch die Symbolik, die Bildsymbolik auf der Scheibe ganz klar ins Zweistromland verortet werden können. Geschmiedet wurde sie allerdings in unseren Breiten.
ein krasser Widerspruch, der auch bis heute immer noch nicht ganz aufgeklärt ist. Und all das zusammengefasst, das wollte ich in meinen Roman bringen. Thiemaier verbindet in seiner Fantasy-Story Nebra wissenschaftliche Erkenntnisse über die Himmelsscheibe mit der Sagenwelt des Brockens. Ein teuflischer Wissenschaftskrimi, der bereits in 13 Sprachen übersetzt wurde. Meine Geschichten spielen normalerweise in ganz exotischen Teilen der Welt. Ich hatte mir aber irgendwann vorgenommen, eine Geschichte zu schreiben, die in Deutschland spielt, und bin dann über die Recherche zu der Himmelsscheibe von Nebra auf den Harz und auf den Brocken gekommen. Fantasie, Mystik und Realität. Für alles bietet der Brocken Platz. Auch für ein heutiges, geheimnisvolles Fabelwesen. Mit modernen Spionagesystemen soll es aufgespürt werden. Lilli Middelhoff und Ole Anders sind Mitarbeiter des Nationalparks Harz und dem Brockenluchs auf der Spur. So, jetzt wissen wir, dass der Luchs hier in der Nähe ist. Das Raubtier war schon ausgerottet. Das sieht spannend aus. Das ist eine Luchsspur. Vor 15 Jahren begann das Projekt Wiederansiedlung. Ole Anders hat es von Anfang an betreut. Erfolgreich. Denn zahlreiche Luchse leben bereits wieder in freier Wildbahn im Harz. Einer davon am Brocken. Hier hat er seine Beute hinterlassen. Also wir hatten ja schon vermutet, anhand der GPS-Positionen, dass hier etwas sein könnte, dass hier Beute sein könnte. Und das ist auch so. Der Luchs ist wahrscheinlich in der vergangenen Nacht zum letzten Mal hier gewesen. Und eine Mahlzeit wäre sogar noch dran. Von der Menge an dem bislang gefressenen Fleisch kann man davon ausgehen, dass er noch einmal wiederkommt. Zeigen wird er sich nicht. Luchse sind menschenscheu, verborgen, nachtaktiv. Dennoch, die Wiederansiedlung ist ein einzigartiges und erfolgreiches Projekt für den Nationalpark. Und der Brocken besitzt damit erneut ein Geheimnis, das ihn umgibt. Hier im Brockengebiet hat man normalerweise nicht so leichtes Spiel. Da ist man schon ganz schön intensiv im Gelände unterwegs und muss manchmal sogar klettern und kraxeln, um überhaupt dorthin zu kommen, wo der Luchs gewesen ist. Einst prägten Gespenster, Hexen und die Schatten des Kalten Krieges das Antlitz dieses geheimnisvollen Berges. Und heute? Der Brocken hat eigentlich so ein Bild erreicht, so wird er bleiben, denke ich. Und auch die nächsten Jahrzehnte, da wird so viel sich nicht mehr verändern. Also was natürlich wunderschön ist und was auch heute noch so ist, die Wetterstimmungen sind unglaublich an diesem Berg und es macht einfach Spaß, dort von unten hoch zu gucken und zuzusehen, wie die Lichtstimmung, das Wetter, wie sich das verändert. Und es gibt noch einen Haufen Ideen, was man noch alles machen könnte.